Im Streit um ein neues Staatsbürgerschaftsrecht, im Streit über eine erleichterte Einbürgerung, setzt die CDU-CSU auf die alten Rezepte, auf die alten Instinkte, auf die alten Ressentiments. Sie setzt auf einen giftigen Populismus. Sie weckt die gefährlichen Kräfte, die sie schon 1999 geweckt hat, als sie in den Fußgängerzonen Tische aufgestellt hat, an denen man, wie es damals landläufig hieß, gegen Ausländer unterschreiben konnte. Mit dieser Kampagne hat damals Roland Koch die Landtagswahlen gewonnen. Mit dieser Kampagne hat er die CDU an die Regierung geführt. Mit dieser Kampagne hat er aber auch dem inneren Frieden, der Integration, der politischen Kultur unendlich geschadet. An den Kollateralschäden dieser Kampagne leidet die Bundesrepublik Deutschland bis heute. Roland Koch ist in der politischen Versenkung verschwunden. Aber seine Kampagne von damals wirkt bitter nach. Aber diese Bitterkeit hindert den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nicht, sie noch einmal aufzulegen. Die Situation ist so ähnlich wie damals. Wieder regiert ein SPD-Kanzler. Er versucht, das zu erreichen, was damals gescheitert ist, nämlich den inländischen Ausländern die Tür zur Gesellschaft aufzusperren. Es ist mitnichten so, dass die geplante Reform die Staatsbürgerschaft verramscht. Es ist vielmehr so, dass Merz mit seiner Kampagne die Zukunft Deutschlands verramscht. Die Union weiß es ja eigentlich besser, sie weiß es viel besser. Friedrich Merz möge doch seinen Vorgänger im CDU-Vorsitz Armin Laschet fragen. Der hat im Jahr 2008 als Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen eine wissenschaftliche Studie vorgelegt, die nachgewiesen hat, dass Einbürgerung oftmals wie ein Integrationsturbo funktioniert. Eingebürgerte Ausländer sind beruflich erfolgreicher als gebürtige Deutsche. Eingebürgerte Jugendliche machen häufiger Abitur als Jugendliche aus deutschen Familien. Die Quote der Erwerbstätigen unter den eingebürgerten Ausländern ist so hoch wie bei den gebürtigen Deutschen. Die Quote der Selbstständigen ist sogar noch höher. Die Laschet-Studie von damals lehrt, Einbürgerung ist ein Schlüssel zum Erfolg. Einbürgerung sperrt die Tür auf zur Gesellschaft. Sie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, hierzulande wirklich Fuß zu fassen.